Da ging mir jetzt gerade so ein bisschen die Muffe. Also minimal. Medical Supplies. Mach mal auf hier. Oh, scheiße. Okay, also wir können aber hier jetzt raus. Also hoch. Was wollen wir eigentlich hier? Ach ja. Wir brauchen diesen beschissenen Spezialschlüssel. Oh Gott. Können wir nicht einfach jetzt hier... Nee, können wir natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, können wir jetzt nicht einfach hier fliehen? Ah, haben wir gerade... Also so... Alter! Wird auf uns geschossen? Okay. Uns geht's noch halbwegs gut. Warum sind wir denn jetzt hierher gegangen? Jetzt nur wegen diesem Typen, dass wir... Ich dachte, wir kriegen hier den Spezialschlüssel. Meine Fresse, also ist aber auch hier, also... Okay. Wie unhöflich, ja, ne? Also ist man hier gerade am Looten, dann wird man hier einfach irgendwie von irgendwelchen Snipern, abgeschossen. Das geht ja gar nicht. Was? So ist das männlich. Eine Patrone und Action und dann wegrennen. Geil, ja. Genau. Also, herzlich willkommen bei Benny und Steve. Genau so läuft das hier. So, hier haben wir noch Granaten, aber ich bin noch hergekommen wegen dem Schlüssel. Hey, jetzt hab ich. Jetzt bin ich der ganze Aufwand. Nur damit ich mir hier diese Hundemarke davon dem hole, oder was? Ist doch jetzt nicht euer Ernst. Und jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Och Mann! Leck mich doch! Du unten kannst du noch die Wand wegspringen. Was? Ach ja, stimmt. Aber... Alter, ich bin doch schon gar nicht mehr in deiner Nähe. Jetzt hör doch mal auf zu schießen. Ja, du meinst die hier, ne? Oh, die sieht ja auch richtig einladend aus. Habe ich noch eine Granate? Müssen wir nochmal eine. Haben wir hier unten noch Granaten? Ja, eine Gasgranate. Die wird mir jetzt nicht viel bringen. Munition habe ich auch. Okay, müssen wir wieder hochklettern. Ja, da oben hatten wir ja noch eine Splittergranate. Die können wir ja dann da unten hinfeuern. Mich würde auch mal interessieren. Lass mal in Deckung gehen. Mich würde auch mal interessieren. Ist hier wirklich nichts weiter drin gewesen? Nee. Interessieren, wenn wir das Ding jetzt da unten hin. Meine Güte, das ist ja. Beruhigen Sie sich. Wenn wir jetzt das Ding da unten hinfeuern und das Ding ist irgendwie geil auf uns, ja? Mann, da zuckt man aber auch schon zusammen. Fuck. Wenn ich jetzt hier die Granate zünde, dann habe ich ein Problem. Egal. Gar nicht gut. Aber wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Heilung dabei, ne? Wir können uns ja auch nochmal eine neue Heilung hier holen. Aber der kommt jetzt hier nicht hoch, ne? So, wie viel haben wir noch? Ja, uns geht's soweit gut. Wie viel haben wir jetzt noch hier? Zwei Plätze? Nein, haben wir noch einen mit. Ja, also aus dem Raum komplett raus wollte ich nicht, weil ich habe Angst vor dem Viech. Da dachte ich mir, oben ist zwar der Sniper, der trifft aber nichts, weil... Der kann halt nicht zielen. Also, hier oben gefällt es mir besser als da unten. Also, weiß ich nicht, ist es so okay oder? Hallo?
passiert eigentlich, wenn ich jetzt einfach so runtergehe? Also so jetzt ohne die Treppe zu benutzen. Wenn ich einfach so runterspringe. Was mal ausprobieren? Meint ihr, ich breche mir die Knie oder so? Geil, du kannst das Spiel austricksen, indem du dich runterfallen lässt und kurz vorher hier einfach an die Leiter springst. Granate. Stoffhetzen. Ich brauche den Spezialschlüssel, Alter. Ich will hier nichts Granatenmäßiges haben. Ich will diesen beschissenen... Ich will auch keine Wundheilung haben. Gib mir doch einfach diesen Spezialschlüssel, damit ich diese andere Sachen aufkriege. Als es sich Tremblay schnappte, sah ich sein Gesicht. Als es sich über ihn hermachte, blickte es mich direkt an. Und ich glaubte, dass es mich vielleicht erkannt hat. Was zum Teufel ist dieses Viech? Ja. Gute Frage, gute Frage. Wüsste ich auch gern. Ich hab zu lange Nein! Ja, das Feuerzeug kann ich aber, glaube ich, nicht einfach so anzünden. No. Burn, Baby! Oh. Aber nicht mich. Oh. So, aber wir haben trotzdem immer noch diesen Spezialschlüssel nicht gefunden. Also wir haben jetzt 3 Hundemarken gefunden, wo wir Kombinationen drin haben. Wir können jetzt, was wir machen können, ist, dass wir jetzt erstmal hochgehen in, wenn der hier durchgebrannt hat, in den Storage-Bereich, um die Schließfächer zu öffnen. Vielleicht finden wir ja da den Spezialschlüssel. Und, oder vielleicht auch Benzin. Vielleicht. So, der Weg ist aber etwas länger. Ich habe keinen Stoff. Wo ist der Stoff? Auch nur noch mal eine Stange. Ich brauche Stoff. Ich brauche den guten Stoff. Freunde. War hier nicht eine Granate? Hier war doch irgendwo eine Granate. Da ist eine Granate. Okay. Stoff drin. Den ich nicht einsortiert hatte oder mitgenommen habe. Ja. Stoff. Oh! Achso, nimm doch einfach gleich in die Hand. So, hier hatten wir aber kein Benzin mehr, ne? Oder war hier noch was? Nee. Also, Granaten waren noch da, ja, aber die nehmen wir jetzt noch nicht mit. Wir versuchen jetzt erstmal zum Exit zu kommen. So schnell wie es geht. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Okay. Aber wir sind, Step by Step, sind wir.
Die rennen jetzt auch nicht. Okay, jetzt rennen wir. Safe Room. Boah, leco mio am Ass, ey. Lass das. Beruhigen uns. Wir beruhigen. Fuck. Okay, wir beruhigen uns vielleicht nicht ganz so sehr. Wir machen mal vorsichtshalber auch diese Tür auf, weil die ist ja... Die war gar nicht abgeschlossen. Ich dachte, die wäre die ganze Zeit abgeschlossen gewesen. Aber nein, sie ist die ganze Zeit offen gewesen. Okay. Oh Gott. 14, Travers und Stafford. Okay, wir fangen mal an mit Stafford. 6, 9, 2, 3. Weil Stafford, glaube ich, war der Typ gewesen. Genau. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Aus lauter Angst. 6, 9, 2, 3. So, jetzt, okay. 6, 9, 2, 3. So, hier ist doch der... Oh, da ist der Spezialschlüssel. So, 14 und Travers. Was bist du? Du bist Lambert. Da ist 14 und 14 hatte die Kombination 3383. Okay. Also 3383. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Benzin. Immer gut. Den Stoff lassen wir erstmal noch drin. Und dann hatten wir noch den anderen. Nicht Lambert, sondern... Travers und der hatte 999. So die sicherste Kombination, die man haben kann. Nicht. Bitte sucht euch nicht solche Pins aus. Leon Stafford hat einfach nur Granaten. Okay, 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 okay. Aber das ist gut. Weil wir können jetzt mit dem einen Benzinkanister, können wir zumindest erstmal zurückgehen. Wir können zumindest einmal speichern. Ganz wichtig. Und können mit dem... Speichern. Können jetzt mit dem Benzin quasi nachfüllen, können aber mit dem Spezialschlüssel ja, ihr wisst, ne? Also... können wir wieder in zu Prison? Oh shit, Alter, wieder in Prison oder was? Oh, ich verstehe diese Welt schon lange nicht mehr. Die Tiere werden gezüchtet. Achso, nee, okay, ihr seid woanders gerade, Chat. Das Gitter abmontieren. Genau, danke dir, Blackboard Snake. Ich sag's ja, manchmal habe ich so Wortfindungsstörungen. Und dann können wir nämlich das Gitter, dann können wir nämlich dann die Zelle öffnen, dann können wir nämlich den Seitenschneider holen. Wir können den Dude befreien, wenn er uns denn helfen möchte. Wenn er nicht sogar schon tot ist. Komm, wir machen's jetzt einfach. Ziehen Sie jetzt durch. Wir rennen jetzt Richtung Prison. So, ne? Machen wir jetzt einfach mal. Und wir wissen von der Uhrzeit her, wir haben halt nicht so viel Zeit. So, deswegen versuchen wir mal ein bisschen auf, also jetzt nicht ganz schnell schnell, wir sollten schon ein bisschen easy bleiben. Ja, 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 du wirst gleich befreit. Alles gut, alles gut, alles gut. Vielleicht hilfst du mir. Ja, 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 beruhig dich, beruhig dich. Schlüssel? Ist das dein Ernst? Ich muss jetzt jede Schraube einzeln machen? Das macht ja auch gar keinen Lärm. Nein. Wir haben ein Foto gefunden. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, was ich da drauf sehen soll. Benzin! Sehr gut. Wieder eine Notiz. Peter Juli 1916. Es gibt Neuigkeiten zum Gefangenen 73014. Da die restlichen Zellen leer sind, habe ich begonnen, ihn intensiv zu verhören. Hoffentlich haben die Schreie ihn nicht den Schlaf geraubt. Er beharrt weiterhin darauf, ein gewöhnlicher Soldat zu sein, der sein Dienstgradabzeichen versehentlich verlustigt gegangen ist.
Was ist das denn für ein Deutsch? Also er hat sein Dienstabzeichen versehentlich angeblich verloren. Von den Plänen der zweiten Armee weiß er angeblich nichts. Ich schenke seinen Aussagen kein Glauben. Ich habe ihm die Verpflegung für die kommenden 3 Tage gestrichen. Wenn er das nächste Mal etwas zu essen bekommt, wird die Dankbarkeit seine Zunge gewiss ein wenig lockern. Eine letzte Anmerkung. Diese Tätigkeit fiel mir deutlich leichter, wenn wir Unteroffiziere etwas großzügigere Weinzuteilungen erhielten. Also die Franzosen mit ihrem Wein. Ja, die sind auch ein bisschen... Was passiert? Okay, wir müssen... Also damit habe ich nicht gerechnet. Scheint aber weg zu sein. Oh. Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Oh. Der arme Dude. Also, der tut mir wirklich, also... Der tut mir schon ein bisschen leid. Okay. Sorry, Kumpel. War nicht gewollt. Sorry. Ist halt passiert. Leider. Ah. Wartet der jetzt auf uns am Ausgang? Unangenehm. Finde ich nicht schön. Weil wir mir auf den Tacho gucken. Der Tacho sagt aber, wir hätten noch Benzin. Eine Granate ist, habe ich echt ein Problem. Aber ich glaube, hier war keine. Oh, dieses Laden immer wieder. Okay, wir jetzt können wir rennen. Weichern.
Leo, hat mir das falsch angezeigt? Das ist ja doch leer. Oh Gott. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Fuck. Ja. So, warum haben wir das eigentlich gemacht? Ach ja, weil wir in die Tunnel müssen, damit wir den Zünder kriegen. Okay. Na dann packen wir doch das Benzin, was wir gefunden haben, da erstmal wieder rein. Ey, fies wäre es auch, wa? Wenn das Ding nicht leer geht, sondern wenn das Vieh einfach herkommt und den Generator ausmacht. Das wäre natürlich auch nochmal so eine Hausnummer für sich, ne? Das wäre echt eine böse Nummer. So, haben wir irgendwie... Ne, brauchen wir nicht. Die beiden würde ich behalten. Ein Ding würde ich hier wegpacken. So, einmal den Generator wieder anmachen. So, den einen würde ich jetzt hier nochmal kurz wegpacken. Blub. Den würde ich dafür mitnehmen. Ach nee, das ist leer. Nee, leer macht keinen Sinn. So, dann gehen wir nämlich runter Richtung... Fuck, wo müsste man da nochmal hin? Hier hin, ne? Richtung Arsenal. Ey, ich und mein Orientierungssinn und auch mit meinem Gedächtnis, ich kann mir das echt nicht merken. Ich stehe so unter Stress, das ist Hammer. Genau, wir müssen hier hin, weil hier war ja, genau, die Tunnels. Und dann suchen wir da drinnen den... Den... Zünder. Was können wir denn hier machen? Fuck. Was ist das? Oh, das gefällt mir aber so gar nicht. Ich meine, okay, wir haben jetzt nicht das Problem mit den Ratten. Das ist schon mal gut. Aber ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir hier vorwärts kommen mit dem Bösewicht. Lass mich mal durch. Ich muss das mal ganz kurz hier so ein bisschen alles beiseite schieben, als wegen Fluchtweg und so. Oh. Was? Ich fühle mich leicht unwohl. So ein bisschen. In so einem gefluteten irgendwas. Was kann ich denn hier machen? Ich kann hier nichts machen. Hä? Wait. Ich kann den nicht rausdrücken und ich kann ihn auch nicht zurückziehen. Was ist hier los? Du bist doch jetzt auch nur ein bisschen verklemmt, oder nicht? Also... Nein. Nein. Was anzünden? Hä? Hey, was? Mach mal best... Was? Was? Mach mal... Warum jetzt nichts mehr Licht? Herr Junge, was? Fieser Wicht? Fieser Wicht ist da? Oder Winkerarm? Oh Gott. Fieser Wicht. Hallo. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier wegkriege. Was wegsprengen? Hä? Ach so, warte mal, ich musste das anmachen wegen der Pumpe bestimmt. Profi passt, Chat, Profi passt. Problem ist nur, dann haben wir wieder die Ratten am Start, aber ja, müssen wir mal gucken halt. Nein, jetzt sag mir nicht, dass...
Ey, bitte nicht. Ist jetzt... Also entweder ist der Generator schon wieder... Entweder ist der Generator jetzt schon wieder aus. Ja, wir haben den Generator wieder ausgemacht, ne? Ich sehe nichts. Wo ist mein Feuerzeug? Ja, ich sehe. Alter, damit sich ja noch weniger. Okay. Wir gehen jetzt nochmal Benzin nachfüllen. Weil anscheinend der Generator wieder aus ist. Damit wir die Pumpe aktivieren können, damit er uns das Wasser abpumpt. Einmal kurz Zwischenspeicher. Oh! Ey, Benzin hält uns aber auch wirklich nicht lange, ne? Also es ist krass. So, jetzt komplett zurückrennen. Okay, vergiss es. Aber mich würde jetzt mal interessieren, kommt der jetzt auch hier rein? Nee. Das ist komplett woanders hingegangen. Das ist mir jetzt aber auch egal. Wir machen jetzt nicht mehr Slow and Steady, Wins the Race, sondern wir machen jetzt YOLO. Und YOLO, jeder, der uns schon ein bisschen länger verfolgt, ich und YOLO, wir sind beste Freunde. So, gehen wir hier rein. Jetzt hier die Pumpe aktivieren. Sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir nämlich auch hier durch. Ganz zumindest. Hör mal. Ich würde gerade sagen, willst du mich jetzt veräppeln? Achso, dann geht es wieder raus. Ey, bin ich jetzt in den Tunnel von dem Viech? Oh, na wunderbar, das wird jetzt... Alter, der ist safe! Hallo? Steh doch auf! Wieso packt man hier so einen Zünder hin für diese Explosionsgeschichte? Also... Fuck, ey. Augen? Hey Jet, habt ihr das gesehen? Da waren Augen. Warum? Okay, ey, cool. So, ich musste einfach sehen, was sich in der Dunkelheit verbarg. Ich konnte nicht anders. Neuer, Farbär und all die anderen haben nicht die richtigen Blick dafür. Hier unten wartet eine Welt voller Versuchungen eigene und Geheimnisse. Ich kann sie sehen. Es stört mich nicht, dass sie mich hier unten eingesperrt haben. Ich habe etwas gesehen. Eine Vision. Die Vision einer verlorenen Welt. Sie war blutig und schrecklich. Wunderschön und grässlich. Göttlich. Göttlich und höllisch. Überall um mich herum höre ich Stimmen. Die Vergangenheit. Sie streckt ihre Klauen aus. Dreht sich. Wirbelt umher. Ich weiß nicht, was sie wollen. Ich muss aufhalten. Kann es nicht mehr sehen. Es beauftragt mich mit Dingen, die ich nicht weiß. Bitte, lieber Gott im Himmel, falls es dich wirklich gibt, dann beende es. Gib mir irgendwie Möglichkeit, es zu beenden. Nun sehe ich es. Haha. Ich sehe es nun. Ich sehe. Was? Nun sehe ich es. Nun sehe ich es nicht. Nun sehe ich es. Nun sehe ich es nicht. Es wirbelt und wirbelt und wirbelt. Es giert nach Blut. Wunderbar! Da ist ja richtiger The Happy Place. Und du schießt einfach auf irgendwelche Türen. Na, ist ja klasse. Nächste Notiz. Weil es so schön ist. Von Hubert. Bezug. Neujahrs Bericht. Unser verrückter Altphilologe hat wieder zugeschlagen. Neuer hat einen Bericht eingereicht.
indem er behauptet, die Römer hätten in diesen Tunneln sadistische Gelage abgehalten. Große Feste, bei denen grausame Kämpfe, Folterungen und Schlimmeres an der Tagesordnung gewesen seien. Ferner behauptet er auch, diese seien in einer Arena oberhalb der großen Grube veranstaltet worden. Wer hinunterstürzte, sei in schreiender Dunkelheit gefallen. Seine Worte, was für ein Poet. Ich war unten in den Tunneln, es sind Tunnel, nicht mehr und nicht weniger. Empfehle Neuer, überwachen zu lassen. Also, die Empfehlung ist gar nicht so schlecht, aber diese Augen, weiß ich nicht, ob ich diese sehen möchte. Granaten, okay, okay. Wie viel haben wir eigentlich im Inventar noch? Okay, ein bisschen Plätze hätten wir. Aber wir wollen ja eigentlich den Platz sparen für unser Zündmechanismus. Ach, Scheiße. Und es wird immer schlimmer. Ich gehe immer tiefer in den Blödsinn hier rein. Da ist der Zünder. Kann ich diese Wand aufsprengen? Geht das? Also kann ich die aufkloppen beispielsweise mit diesem wunderschönen Vorschlaghammer? Yes, ich würde sagen, es funktioniert nicht. Na gut, dann laufen wir halt Oh, no. Sind wir jetzt bei Amnesia Rebirth? Das kenne ich hier irgendwoher, diese fliegenden Steine. Okay. Hätte ich vielleicht jetzt die Gasmaske mitnehmen sollen? Ich hätte, glaube ich, die Gasmaske mitgenommen. Erschreck mich doch mal. Was? Hey. Das machen wir jetzt nicht, ne? Also, hör doch mal auf. So here I stay, down on my knees. Alter, was war das denn für eine Figur? Da stand gerade ein etwas populenterer Mann. Oh, das ist mir jetzt ein bisschen sehr unangenehm, Freunde. Ich glaube, nee. Also, nee. Nee. Einfach nee. Seht ihr diese Schatten? Also, oder bin ich jetzt nur gerade so verrückt und sehe die? Boah, ich komme hier nicht mehr hoch, oder was? Ich will nur zurück. Lass mich doch zurück. Bitte. Ich kann nicht zurück. Ich bin auf dem Point of No Return, oder was? Da laufen doch Leute. Komm her hier. Komm mal mit. Ist mir egal. Ist mir egal. Okay, ich bin weg. Ihr könnt mich. Nope. No way. Nope. Gar keinen Fall. Gucken wir uns das jetzt hier noch genauer an. No. Auf Nimmerwiedersehen.
Gar kein Fall. Okay, hier kann ich speichern.